Ich bin Anne Wieger und komme aus dem hohen Norden, aus Bremen, habe aber in Freiburg studiert und fand es so schön, dass ich jetzt hier geblieben bin fürs Referendariat. Ich bin 27 Jahre alt und habe noch keine Kinder. Ich unterrichte so Bio und Musik und irgendwann auch mal NWT. Das gehört immer zu Bio dazu. Was mich an meinen Fächern an beiden reizt, ist, dass man in ihnen praktisch arbeiten kann und nicht nur Texte liest, an die Tafel schreibt und darüber spricht, sondern dass man singen kann und raus in die Natur gehen kann oder die Natur auch ins Klassenzimmer holen kann. Klingt zwar immer abgedroschen, aber man kann Tierfilme gucken, man kann durchs Mikroskop schauen, man kann Untersuchungen machen und so weiter. Und das finde ich schön, dass das dadurch schon von sich aus lebendige Fächer sind. Und ja, an Musik, ich weiß nicht, das ist vielleicht an der Schule auch nicht so die Frage, aber ich habe auch schon als kleines Kind Musik gemacht und immer weiter und habe mich dann irgendwann gefragt, studiere ich jetzt was anderes und laufe Gefahr, dass ich nichts mehr mit Musik zu tun habe. Und dann habe ich mich entschieden, nee, ich studiere lieber gleich Musik, damit ich dabei bleibe. Und habe mich dann eben für Schulmusik entschieden und für mein zweites Interesse für die Naturwissenschaften. Ich wollte immer einen Beruf wählen, der mit Menschen zu tun hat. Und beim Lehrersein finde ich besonders schön, dass die Menschen noch jung sind und noch nicht so festgelegt wie Erwachsene und dass sie noch beweglich sind und vieles noch nicht so genau wissen. Und das finde ich interessant. Also ich heiße Maria Büchner, ich bin 27 Jahre alt und bin eine der neuen Referendarinnen. Ich bin ursprünglich aus Thüringen, dem grünen Herzen Deutschlands, bin dort geboren und lebe aber jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr dort. Ich habe 5 Jahre in Bayern studiert, in Erlangen und war ein Jahr meines Studiums auch in London und jetzt bin ich seit Januar hier gelandet am Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr. Ich wohne allerdings nicht in Lahr. Ich bin trotzdem lieber in einer etwas größeren Stadt geblieben und zwar wohne ich in Freiburg und pendel dann jeden Morgen hierher. Warum haben Sie sich eigentlich für den Beruf Lehrer entschieden? Ja, der Beruf Lehrer. Also eigentlich wollte ich schon seit der Grundschule an Deutschlehrer werden, Deutschlehrerin. Das bin ich jetzt auch fast. Und ja, mich hat das immer das Fach zuallererst natürlich begeistert, schon in der Schule. Und dann natürlich auch Englisch und ja. Also Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie sich schon seit der Grundschule für Deutsch interessieren. Mhm. Aber wie kam es dann zum Englischen? Ja, nach dem Abi habe ich mich entschieden, für 3 Monate nach England als Au-pair zu gehen. Und ja, da hat es mich dann so ein bisschen gepackt. Also dann kriegt man das Feeling für die Sprache ein bisschen mehr, als wenn man es nur in der Schule lernt. Und man lernt natürlich auch die Menschen kennen, man lernt das Land ein bisschen kennen. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre schön, sich damit auch im Studium noch weiter damit auseinanderzusetzen. Das heißt, Sie sind eher so sprachbegabt dann? Ja, begabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich außergewöhnlich begabt bin. Also ich bin interessiert. Okay. Vor allen Dingen das, ja. Gut, und haben Sie eigentlich Kinder? Nein, ich habe noch keine Kinder. Verheiratet? Verheiratet auch nicht, nein. Okay, und ist da in nächster Zukunft vielleicht irgendwas geplant an Hochzeit? So? Nee, keine Hochzeit. Also ich bin in einer festen Beziehung schon seit einiger Zeit, aber nee, jetzt stehen erstmal andere Sachen im Vordergrund. Zum Beispiel hier die Arbeit gut zu machen, ja. Okay, gut, danke schön. Ja. Das war's schon von uns aus. Okay. Danke für das kleine Interview. Hallo, mein Name ist Tamara Arndt. Ich bin jetzt Referendar hier am Clara Schumann. Ich unterrichte katholisch Religion und Geschichte. Ich habe in Freiburg studiert. Ich habe einen kleinen Sohn und einen Mann daheim. Ich wohne in Kürze, nicht weit von hier. Genau. Wie kamen Sie jetzt aus Clara Schumann? So. Ich habe mich an der zentralen Stelle in Freiburg beworben, wie man das als Referendar, das ist ein normales Bewerbungsverfahren und dann bekommt man eine Schule zugeteilt und so habe ich dann das Clara Schumann Gymnasium zugeteilt bekommen. Gefällt es Ihnen hier, Clara? Ja, bis jetzt gefällt es mir hier wirklich gut. Ja, vielleicht noch irgendwas zum Abschluss? Ist noch was? Haben Sie, würden Sie gerne an Clara bleiben, wenn Sie... Wenn ich die Möglichkeit hätte, hier eine Stelle zu kriegen, natürlich. Für mich liegt ja die Schule geschickt vom Arbeitsweg und so wie es mir jetzt gerade gefällt, wäre das natürlich nicht schlecht. Aber man weiß ja nicht, wo man danach hinkommt. Mhm. Das war
weiß man als Referendar leider nie.